Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute Xiaomi News. Es gibt zwei neue Smartphones und beide sind ziemlich interessant. Das interessantere Smartphone, das kommt erst nach dem wenig interessanten Smartphone. Freunde, ich muss Spannungskurven aufbauen. Ich muss es auch lernen. Ich muss euch unter Druck setzen, das Video weiterzuschauen. Wir fangen an mit dem Xiaomi 12S. Wir wissen alle, dass Xiaomi viel zu wenig Smartphones released und deshalb kommt jetzt ein neues der 12er-Serie und es heißt Xiaomi 12S. Xiaomi hat heute, das ist jetzt einfach eine Pressemeldung, Freunde, aber danach kommen wir noch auf die Specs. Keine Sorge, ich werde alles droppen, was dropbar ist, Freunde. Yeah. Ich spreche wie ein 16-Jähriger, oder? Das ist echt unglaublich. Xiaomi hat heute in einem Livestream die neue Xiaomi 12S-Serie für den chinesischen Markt vorgestellt. Die erste Produktreihe aus der strategischen Partnerschaft zwischen Xiaomi und Leica. Ist das ein Trend? Jetzt gibt es eigentlich so ziemlich Partnerschaften mit allen größeren Kameraherstellern, oder? Das ist echt unfassbar. Ja, Xiaomi und Leica. Durch die Kombination von Leicas tiefgreifendem Verständnis von Optik, Bildverarbeitung und Bildqualität und Xiaomis umfassende Erfahrung in der Smartphone-Fotografie bietet die Xiaomi 12S-Serie co-engineered with Leica eine noch nie dagewesene Smartphone-Bildqualität und Farben, die sich eng an Leicas charakteristischem Look und Feel. Nee, Look and Feel orientieren. Wir wissen, wenn wir ganz normale deutsche Worte ins Englische übersetzen, klingt das einfach mal besser. Ich will es haben. Das Look and Feel. Ich will es spüren in my heart, Freunde. Under my T-Shirt. In my heart will ich spüren. Ich habe ohne Mist, und das ist jetzt mega off-topic, ich habe keine Antwort auf diese E-Mail erhalten. Das ist jetzt einfach nur on top, Freunde. Das ist ein Bonus. Also ich habe eine Anfrage bekommen von einem Co-Founder and Managing Director. Wer genau was genau ist, will ich jetzt hier nicht droppen, Freunde, weil ich denke mal, das wäre jetzt so, was Datenschutz angeht, ein bisschen too much. Auch meine Antwort kann ich euch vorlesen. Hallo. Danke für die Anfrage. Ich habe erst überlegt, ob ich die E-Mail gleich ignoriere oder Zeit in die Übersetzung des Inhalts investiere. Daher meine Bitte, den Text auf Deutsch ohne Fachsprache und ohne Abkürzungen formulieren. Ich bekomme täglich unzählige Mails und habe wirklich wenig Zeit für die Bearbeitung. Mir ist klar, dass die Anwendung von Fachsprache eine gewisse Seriosität erzeugen soll. Influencer kommen jedoch in der Regel aus allen möglichen Bildungsschichten. Ich komme zum Beispiel aus der Gastronomie. Und bitte einen Call aufsetzen? Ich weiß, was gemeint ist, aber ist das wirklich notwendig? Ich bin ein Unternehmer Ende 30 und keine wilde Mischung aus Teenie und Hipster. Grüße. Moschus. Ich will dich anrufen. Okay. Ich will einen Call aufsetzen für dich. War das jetzt einfacher, das zu sagen? Anstatt ich ruf mal durch. Sag, ich will. Okay, zurück zum Thema. Also, Xiaomi 12S, jetzt eine strategische Partnerschaft mit Leica. Was erwartet uns? Erstmal ein Telefon, was 225 Gramm wiegt. Freunde. Ich will gar nicht wissen, wie groß der Prügel schon wieder ist. Aber 225 Gramm, das ist echt heftig. Ist immerhin wasserdicht. Ja, und leather-like rear. Also eine Rückseite wie Leder. Das finde ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Sony's IMX586 48 Megapixel Quad Bayer Pixel Array. Pixel Binning, 12 Megapixel. Okay. Ich meine, das ist jetzt hier alles Gequatsche, ne? 50 Megapixel, was ist das? Wide Angle Tele, 48 Megapixel. Oh, alle Kameras lösen mega hoch auf, aber arbeiten eben mit Pixel Binning, dann auf 12 Megapixel, wo man sich die Frage stellt, kann ich auch in voller Auflösung fotografieren oder nicht? Aber sei auch mal dahingestellt, ja, wer braucht ein 50 Megapixel großes Bild? Einfach, da steht Tele, aber steht nicht. Ah, 120 mm. Snapdragon 8 Generation 1. Oh, nee, Snapdragon 8 Plus Generation 1. Der taktet wahrscheinlich noch ein bisschen höher und wird wahrscheinlich einfach noch heißer. Warum nicht? 8 oder 12 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher, 256 oder 512 GB UFS 3.1 Speicher, dann mal den Surge G1 Battery Management Chip sowie den Surge P1 Charging Chip. Also Batterieverwaltung und Laden. Es wird dann halt alles wirklich auch von einem eigens dafür designten Chip verwaltet, was die Lebenszeit auch des Akkus absolut optimieren soll. Denn wir haben 67 Watt kabelgebundenes Laden, 50 Watt Wireless Charging und nochmal 10 Watt Reverse Charging. Das ist nicht das Krasseste, was wir erlebt haben. 120 Watt ist ja noch, aber 67 Watt, das ist auch schon ordentlich. Und ja, dafür hat dann Xiaomi auch entsprechend Technologien entwickelt und das Ganze dann eben auch intelligent zu gestalten, dass es den Akku nicht so bumst. 6,73 Zoll großes Dolby Vision True Color Display. Okay, aber hier steht leider das Format nicht da. Könnt ihr euch aber ausrechnen. 3200 mal 1440 Pixel. 522 fucking PPI. Das ist so unfassbar. Von Samsung. AMOLED LTPO.
1500 Nits Peak-Helligkeit, 1000 Nits typische Helligkeit, 120 Hertz natürlich, Adaptive Sync Pro, keine Ahnung, was daran Pro sein soll, ist halt einstellbar, ne, von 1 bis 120 Hertz. Native, 10-Bit-Farben, P3 Color, Dolby Vision, HDR10 Plus, HDR10 HLG, Symmetrical Stereo Speakers, Stereo, auch wieder Harman und Kardon, Dolby Atmos, Freunde, das Teil ist wieder mal echt zu sick, aber hier steht leider kein Preis. Habe ich jetzt auch bisher nicht gefunden, aber ich dachte ja erst 12S, das liegt ja so noch was Abgespeckten. Boah, das Kameramodul, Freunde, ist heftig. Das Kameramodul ist so heftig. Ich werde euch da mal ein Bild einblenden. Also, ach so, klar, 12S Series. Es gibt ein 12S Ultra, passt auf. Es gibt ein 12S Ultra, ein 12S Pro, ein 12S. Kommt nichts. Und ein 12 Pro Dimensity Edition. Ich denke mal, es dürfte klar sein, dass da halt der Dimensity verbaut ist und nicht ein Snapdragon. Und dann gibt es das Ultra, gibt es in Classic Black und Verdant Green in drei Speichervarianten. Das 12S Pro gibt es in Black, in Purple, in Green und White sowie in vier Speichervarianten. Das 12S gibt es in Black, Purple, Green und White sowie in vier Speichervarianten. Das 12 Pro Dimensity Edition, wo man dann hier offensichtlich nur den SoC austauscht, gibt es in vier Farben, welche steht nicht da, und drei Speichervarianten. Freunde, das ist einfach unfassbar. Vielfalt ist eine feine Sache, aber Xiaomi übertreibt es im Moment komplett. Ich habe euch ja letztes Mal auch über den Fernseher berichtet, wo ich dann nicht mehr weiß, wofür ist der? Wofür ist der Fernseher? Welche Lücke wird hier ausgefüllt? Wir haben den 4S, wir haben den P1, wir haben jetzt ganz aktuell noch den F2. Wofür ist dieser A2 jetzt noch? Was kann der, was die anderen nicht? Warum? Ich habe echt keine Ahnung. Xiaomi bringt ein Produkt nach einem anderen und die gibt es alle in sich. Speichervarianten und zig Farben, es ist unfassbar, aber es ist ein anderes Telefon dabei. Aktuell ein Poco, neues, und das ist tatsächlich ganz spannend, das ist das Poco C40. Unteres Preissegments, für meinen Kanal natürlich interessant, ich versuche auf jeden Fall auch daran zu kommen, es gibt einen neuen SoC-Hersteller. Wir reden hier nicht von unbekannten Herstellern wie Rockchip oder Unisoc. Es gibt auch bisher nur ein einziges Smartphone, was mir bekannt ist, wo dieser Hersteller sein Chip halt verbaut. Wahrscheinlich gibt es den noch nicht so lange, ich habe keine Ahnung. Heißt JLQ. Also ich muss gleich so sagen, wie es ist. Das klingt nicht so feurig wie Qualcomm, Snapdragon oder MediaTek. Ja, MediaTek klingt auch ein bisschen komisch irgendwie. Klingt wie die MediaTek von den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist nicht so erotisch. Das Interessante dabei ist, es handelt sich um ein Joint Venture, an dem unter anderem der US-Chip-Gigant Qualcomm beteiligt ist. Ja, also die ziehen da jetzt einen neuen SoC-Hersteller auf und ich würde mal vermuten, dass der auch nur im Low-Budget-Bereich produzieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass Qualcomm sich dann von dieser Sparte trennen wird. Also die 400er-Serie zum Beispiel, dass die zusammengestrichen wird. Qualcomm wird nur noch Mittelklasse und Oberklasse machen und JLQ wird sich dann um den ganzen Low-Budget-Krimskrams kümmern. Vielleicht wird damit auch einfach nicht mehr so viel Geld verdient. Das Poco 6,71 Zoll großes Display, es wird auch wieder ein größeres Telefon mit 720p-Auflösung, mit Sicherheit HD+. Davon abgesehen, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festspeicher, 18 Watt Charging wird immerhin unterstützt, der Akku misst 6000 mAh, aber aus Kostengründen wird nur ein 10 Watt Netzteil beigelegt, das ist natürlich nicht so geil. Es läuft Android 11 noch drauf, natürlich dann mit MIUI drüber gebügelt, keine Ahnung, die Standard-Kamera-Setups sind natürlich dann auch wieder mit dabei. Der SoC soll wohl so auf den Snapdragon 450 sein, unterstützt natürlich kein 5G, ist klar. Da brauchen wir kein 5G oder sowas. Bin ich auch ganz, ganz dankbar, wenn dann Poco dann an anderen Stellen dann die Hardware verbessert, zum Beispiel mit einem richtig starken Akku, Freundin, der dürfte uns 15, 16, 17 Stunden im PC Mark Battery Live-Test bringt, definitiv. Das kommt auch darauf an, wie viel der SoC halt verballert. Das ist im Übrigen der JLQ-JR510, so heißt der SoC. Und ich habe ja SoCL, habe ich hier als meine SoC-Datenbank und der ist ja auch noch gar nicht eingepflegt. Also weder der SoC noch der Hersteller. Das ist alles ganz, ganz, ganz frisch. Es wurde auch gar nicht in die große Glocke gegangen von Xiaomi. Will ich eigentlich für euch auch austesten, Freunde. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Für das C40 kann ich euch dann auch was verlinken. Die Pressemitteilung war halt eine Pressemitteilung. Und ich danke euch immer fürs Zuschauen. Also ihr merkt, es geht auf jeden Fall weiter. Es bleibt spannend und ich werde das Thema JLQ auf jeden Fall weiter verfolgen. Was bringt ihr noch für SoCs in den Start, in den Low-Budget-Bereich, in die untere Mittelklasse und wie wird sich das auch alles preislich gestalten? Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht getan habt. Ihr könnt einen Daumen nach oben geben für den Algorithmus und schreibt was in die Kommentare, auch für den Algorithmus. Ihr wisst, wenn euch nichts einfällt, dann schreibt über das nicht enden wollende, erotische Thema Schuhschränke. Freunde. Ihr könnt auch zum Beispiel die Holzarten durchgehen. Ja, ist es Pinie? Ist es doch eher was Exotisches? Sind es Klanghölzer, die hier verarbeitet werden? Da werde ich, also wow, da kriege ich richtig schmutzige Gedanken. Also bis zum nächsten Video, Freunde. Ich habe jetzt zu tun. Ciao.